Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ihr seht einen dezent abgefuckten Colin leider hier heute im Studio. Das Problem ist nämlich das, oder umgekehrt, bevor ich das Problem anspreche, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, spreche ich erstmal meinen ursprünglichen Plan an. Ich wollte heute eigentlich 3 wunderbare Stunden Elder Scrolls Tamriel Unlimited spielen. Auf der PlayStation 4, habe mich wirklich drauf gefreut, denn mit MMORPGs habe ich bisher in meinem Leben so gut wie gar keine Erfahrung gemacht. Die Einschränkung deshalb, weil ich habe zwar mal 1-2 Stunden auf dem guten alten Dreamcast Phantasy Star Online gezockt, das war es aber auch schon und das zählt natürlich auch nicht so richtig. Soll heißen, nie WoW gezockt, nie einen von den Konkurrenten gezockt, was auch immer, das Thema Online-Rollenspiel ist immer an mir vorbeigegangen. Und das hatte ich mir schön vorgenommen, weil es ja eben gerade in der Version für die Konsolen jetzt erschienen ist, für PlayStation 4 und Xbox One, dass wir so einen richtig schönen XL-Slot heute Nachmittag haben von 15 bis 18 Uhr, in dem wir gemeinsam quasi, weil vielleicht gibt es ja auch ein paar da draußen, die genauso wie ich eher Konsolenspieler sind und deswegen bisher mit MMORPGs nicht viel am Hut hatten, dass wir also quasi gemeinsam die ersten Schritte nach Tamriel machen und mal gucken, wie sich das so anfühlt, wie anders sich das vielleicht anfühlt als Solo-Abenteuer, wie das Spiel überhaupt ist und ob man vielleicht Bock hat, weiter zu zocken. Ja, genau das können wir jetzt leider nicht machen, denn liebe Regie, schaltet doch mal eben kurz auf den Bildschirm um. Was ihr hier seht, ist nämlich eine Update-Datei, die gerade hier herunterlädt. Und das freut mich unfassbar. Ich habe das Spiel ungefähr 2 Stunden vor der Sendung reingemacht, um den Technikcheck zu haben, um zu gucken, hey, wie sieht es aus? Funktioniert es? Läuft es? Und das Erste, was passiert ist, es wurde mal wieder ein Update gezogen. Und das zieht er leider jetzt immer noch. Von der ursprünglichen Planung her hätte das Ding eigentlich schon um, ja, jetzt 3:15 hätte das Ganze eigentlich fertig sein sollen. Ja, aus irgendeinem nicht ganz ersichtlichen Grund, je mehr er runterlädt, desto länger dauert es. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Ich habe schon was gesehen mit Serverwartungen, die heute irgendwie angesetzt sind. Vielleicht ist es vom Timing einfach ja alles gerade beschissen oder alle Welt zieht sich das Update. Ich weiß auch nicht, wann das gekommen ist. Das Problem war, es konnte nicht automatisch im Hintergrund runtergeladen werden, was ich eigentlich mittlerweile immer anhabe. Also soll bedeuten, meine Konsolen sind eigentlich immer auf Standby und ich finde es unglaublich praktisch, dass wenn man sie dann anschaltet, gegebenenfalls im Standby-Modus schon alles geupdatet und runtergeladen wurde, was für die nächste Spielsession wichtig ist. Hier ist nur das Problem, dass man ja nur 500 GB Festplatten eingebaut hat. Und man denkt erst, 500 GB ist schweineviel. Ja, Arschlecken. Das ist nichts mehr heutzutage. Ich muss jetzt ohne Witz da eine neue Festplatte einbauen oder irgendwie eine externe dran klemmen. Ich habe keine Ahnung. Denn allein an Elder Scrolls-Daten müssten da jetzt, wenn ich das Hauptspiel und die erste Update-Datei und die jetzt auch noch mit dazu rechne, müsste ich irgendwie auf ungefähr zwischen 60 und 70 GB für ein Spiel auf der Platte kommen. Ganz ehrlich, was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe in meinem Speichermanagement geguckt und habe irgendwie gefühlt 12, 13, 14 Spiele und Anwendungen drauf. Und die schlucken zusammen irgendwie 380 GB. Auf jeden Fall so viel, dass ich habe ja auch noch ein paar Fotos und sonstige Geschichten auf der Konsole, dass da jetzt schon wieder kein Platz ist. Und 12, 13 Anwendungen ist jetzt echt nicht so der Wahnsinn. Und ja, ist unglaublich, ärgert mich total und es tut mir aber eben wahnsinnig leid, dass ich diesen schwarzen Peter jetzt an euch weitergeben muss und wir jetzt eben nicht 3 Stunden Elder Scrolls Online gemeinsam haben. Ich hoffe sehr drauf, jetzt steht da gerade 110 Minuten, vielleicht ist da irgendwo ein Flaschenhals, der sich noch lösen wird im Laufe der nächsten Stunden. Ich hoffe sehr drauf, dass wir heute im Laufe des Tages noch gemeinsam zocken werden können. Soll heißen, dass der Download irgendwann im Hintergrund sagt, alles erledigt, du kannst jetzt endlich anfangen. Wenn das nicht mehr passieren sollte in den nächsten Stunden und wenn das weiter mit den Verzögerungen so geht, dann sehe ich da so grau-schwarz zumindest aktuell. Dann werde ich das Ganze natürlich irgendwie nachholen in der nächsten Woche, denn ich hatte mich jetzt wirklich drauf gefreut, mal zu gucken, ob so ein Online-Rollenspiel vielleicht doch was für mich sein kann. Ich hoffe es eigentlich nicht, denn dass es üble Zeitfresser sind, das wissen nicht nur diejenigen, die wegen Suchterkrankungen mit WoW eingeliefert wurden. So. Alternativplan sieht jetzt so wie folgt aus, weil das ist das Einzige, was ich jetzt im Hintergrund hier machen kann. Und ich habe echt bis zuletzt gehofft, dass es funktionieren würde. Deswegen gibt es keinen großen Plan B. Ich werde jetzt einfach ein bisschen Dark Souls 2 Scholar of the First Sin weiterzocken. Ist zumindest auch ein Fantasy-Rollenspiel, wenn auch ganz anders. Ärgert mich total, aber vielleicht könnt ihr mir das nachsehen und wir gucken jetzt einfach mal,
dass wir hier gemeinsam wenigstens die Zeit überbrücken können. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück, es lädt ja im Hintergrund runter. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass die PlayStation gerade jetzt so viel Bandbreite hier frisst, dass sie einerseits das Online-Spiel von Dark Souls 2 managen muss und auf der anderen Seite eben den Download, dass es dadurch noch länger dauert. Aber ich habe eben schon mal zwischengecheckt, das hat den Kohl eigentlich nicht fett gemacht, da ist nicht schneller oder langsamer gegangen, egal ob Dark Souls 2 jetzt an war oder nicht. Ja. So viel dazu. Ich werde immer mal zwischendurch gucken, wie es aussieht. Wir sind hier immer noch unterwegs in der Lichtsteinbucht, in der waren wir auch das letzte Mal, als ich das Ding gezockt habe, unterwegs. Und in besagter Lichtsteinbucht, da wartet immer noch Freya, oder Freya, wie auch immer sie hier ausgesprochen wird, die Liebste des Königs. Und die hat uns das letzte Mal lang gemacht. Ich hoffe heute sehr, dass das Ganze ein besseres Ende nimmt. Sonst könnte das ein sehr langer Nachmittag mit uns hier werden. Aber mal gucken. Vielleicht ist hier noch der ein oder andere. Ich bin nämlich gerade in Menschengestalt und online. Vielleicht ploppt hier noch der ein oder andere menschliche Mitspieler auf, der mir helfen möchte, der nicht wie diese Figur gerade nur ein Geist ist. Für alle, die gerade noch nie, die jetzt sagen, oh, Dark Souls hat mich nie interessiert, ist ja vielleicht auch eine Chance, jetzt hier gemeinsam dieses Spiel zu erleben. Das, was wir gerade gesehen haben, das war ein anderer Spieler, der gerade online in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Dieser schemenhafte Geist. Und das wird einem hier ab und zu mal so reingespielt in die eigene Welt. Mit denen kann man nicht interagieren oder irgendwas machen. Interagieren kann man eben nur mit Menschen, die netterweise ihr Lesezeichen legen, im Sinne von, hey, wie sieht das aus? Brauchst du vielleicht Hilfe in deinem Spiel? Da kann man sich in dieser Edition, in der neuen, bis zu 3 menschliche Recken dazu zaubern, wenn sie sich denn anbieten. Oder man bietet sich eben selber an. Können wir eigentlich auch mal machen. Das ist jetzt mein Rufsymbol. Hartmut Munk. Nein, wollen wir natürlich nicht entfernen. Mal schauen. Vielleicht braucht da jemand Hilfe, der in meiner Range ist, mit dem wir hier ein bisschen gemeinsam erleben können. Bevor wir uns gleich dem Bossgegner widmen. Aber ich kann auch einfach mal schon mal losgehen. Auf dem Weg zum Boss. Denn wenn ich jetzt von jemandem gerufen werde, jemand, der sagt, jawohl, den hole ich mir als Mitstreiter in meine Welt, dann werden wir ja eh automatisch dahin versetzt. Ich höre da schon wieder einen Zauber. Ja, ihr Problem hatte ich letztes Mal auch schon, dass ich leider eine Waffe habe, mit der ich das Vieh hier gerade nicht erwischen kann. Denn sie macht einen vertikalen Schlag, eben nicht, sondern einen horizontalen, und den bräuchte ich. Ich laufe da jetzt mal eben durch, da hinten muss ich hin. Das kann ich jetzt wieder mit allen Leuten hier zu battlen. Zweifelsfall ist es auch besser, die Leute hier auf der Brücke abzuwärmen, wenn sie wieder herkommen. Warum? Was machen wir nochmal? Vor allem, wie komme ich denn da nochmal hin? Da kann ich doch eigentlich nur nicht wieder zurückgehen. Achso, das ist irgendeine. Habe ich hier noch nicht alles durchforstet? Ich dachte, ich hätte hier eigentlich schon alles, soweit es mir möglich ist. Hier komme ich nämlich nicht rein. Wir spielen hier die Scholar of the First Sin Edition, die abgedatete Edition mit
veränderten Gegnerplatzierungen mit ein paar neuen Elementen, die auch vielleicht Veteranen, die es schon in der alten Version gezockt haben, nochmal überraschen dürfen. Ich kenne mich auf jeden Fall nicht mehr so wahnsinnig gut hier aus, wie ich gerade gemerkt habe. Oh, die nehmen wir immer mit. Mehr ist allerdings gerade nicht zu wollen. Okay. Ihr kleinen Kackspinnen. Ja, schön, wenn ich zweihändig. Oh ja, sehr gut. Zweihändig reicht tatsächlich. Ein Schlag. Nein, nee, ich wollte. Immer spielt auch der letzte Lumpenkaiser, ey. Schön ist natürlich, dass die Spinnen ebenso wie ich, wenn sie in diese. Wenn sie hier reinfallen, Schaden nehmen. Sehr gut. Ich habe die bisher immer mit einhändig Attacke genommen und sehe gerade, und das gefällt mir sehr gut, dass die, wenn ich es zweihändig nehme, das wissen natürlich alle Veteranen, das kann ich ja per Dreieck machen hier. Na, theoretisch zumindest. Wenn gerade keine, nichts anderes mit Dreieck ist, dann nehme ich ja das Schwert einhändig und kann gegebenenfalls ein Schild oder was auch immer ich in der anderen Hand habe, parallel benutzen. Oder eben ich drücke per Dreieck auf beidhändige Nutzung und dann habe ich einen signifikant stärkeren Schlag, was sehr schön ist. Komm, da, komm, komm, komm. Ja, die sind alle noch friedlich. Bleiben sie, glaube ich, auch. Was sehr schön ist, denn, wie ich gerade festgestellt habe, reicht dann ein Move. Dann gleich das Problem ist, dass die Moves sich leicht ändern. Hier hatte ich ja den Stich, wenn ich einhändig mache. Und wenn ich zweihändig mache, mache ich diesen vertikalen, horizontalen Swing. Oh, Mann. Hier komme ich, ach, da noch ein Gegenstand tatsächlich. Na komm mal. Das gefällt mir gut. Das hätte ich schon vorher probieren sollen, denn das dürfte mich jetzt hoffentlich einige Flakons dürfte mir sparen. Na, wo habe ich denn die Fackel? Ich brauche aber eigentlich gar keine Fackel mehr. Andererseits sieht es so schön aus. Immer wenn ich das sehe, da werde ich so ein bisschen traurig. Wenn ich an zurückdenke an Bloodborne, weil hier sind so viele Items, das gefällt mir sehr gut. Da hatten wir ja deutlich weniger, also viel, viel mehr Ausrüstungsgegenstände, Armor, Waffen etc. Was ein bisschen wenig war in Bloodborne, auch wenn ich es trotzdem liebe. Genau, hatte ich auch vergessen, im Gegensatz zu Bloodborne muss man hier die Fackel nicht aktiv in die Hand legen, in die anderen, beziehungsweise in die, indem man es nutzen möchte, sondern es reicht, wenn man die Fackel an, also wenn man ein Item nimmt, um die Fackel entweder initial anzuzünden oder indem man ein Item nimmt, indem man die Fackel, indem man an einer Feuerstelle ist. So. War nicht so schwer. Also heute fällt mir das Reden und das Spielen recht schwer. Wunderbar. Aber hier reicht jetzt auch ein einhändiger Schlag, trotz Fackel, in der anderen Hand, um die Spinne fertig zu machen. Hier gibt
leider auch so manche spinnige Überraschung. Ich bin mal langsam mehr Etage für Etage. Weil auch hier gilt, alleine sind viele Gegner harmlos. Wenn sie in Gruppen auftauchen, können sie anders leben. Zur Hölle. Komm! Ich brauch die Scheißwaffe gar nicht. Vor allem nicht, wenn... Könnte allerdings auch mal, vielleicht sind ja gerade Menschen hier, weil ich werde die ganze Zeit nicht gerufen. Also ich habe mein Rufzeichen ja oben gelegt. Das bedeutet, dass im Prinzip Leute, die jetzt gerade unterwegs sind, wo auch immer auf der Welt, mit mir spielen könnten. Allerdings wurde ich bisher nicht gerufen, was auch bedeuten kann, dass vielleicht Menschen in meiner Levelklasse in diesem Bereich gerade gar nicht den gesamten Level gelöst haben müssen. Weil da war ja sozusagen der Anfang oder das letzte beziehungsweise nächste Leuchtfeuer. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir vielleicht auch einfach mal hier unser Leuchtzeichen legen können, denn gezielte Hilfe beim Bossgegner ist ja so ein... Gezielte Hilfe beim Bossgegner ist was, was ich auch gerne in Anspruch nehme. Zumindest wenn ich ein Soul-Style zum zweiten Mal durchzocke, zum ersten Mal durchzocke. Da gehört es irgendwie zum guten Ton, dass man die Bossgegner irgendwie alleine legt. Gut, dass die alle, wo auch immer die gerade hinstreben, die Gegner, nicht zu mir. Die sind gerade extrem dämlich. Aber egal, sie kommen alle runter. Apfel wegballern und der ist gut. Wir sind denn hier noch versteckt? So, egal. Fackel weg, die brauche ich nicht, denn die kostet leider, wie man es gerade gesehen hat, natürlich auch. Die kostet natürlich auch Fackelenergie, sag ich mal. Und im Gegensatz zu Bloodborne hat man entsprechend nur so viel Licht, wie man eine Fackel. Wie man einen Fackelvorrat hat. So, vielleicht laufe ich noch mal ein bisschen rum. Vielleicht kommt ja noch irgendjemand, der mich summont, damit ich ihm helfe. Ich hatte mir extra übrigens hier, nicht ich mir, sondern wir hatten eben Besuch hier von zwei netten jungen Männern und die haben uns mal nicht Schokolade und Bier mitgebracht. Das ist ja irgendwie so eine, das scheint ja Usus zu sein, dass wenn hier Gäste sind, dass sie immer gerne irgendwas mitbringen, was zur allgemeinen Verköstigung dient. Und das ist auch eine sehr schöne Sache. Und diesmal sind es aber Erdbeeren und Erdbeeren sind echt geil, deswegen werde ich zwischendurch mal naschen. Ich habe mich auf eine 3-Stunden-Session eingestellt hier, das bedeutet natürlich, die will auch gut vorbereitet sein, was körperliche Bedürfnisse angeht. Ärgert euch also nicht, wenn ich zwischendurch mal hier eine wegnasche. Weil das war echt ein super Ding. Ist gesünder, besser für die Linie. Ich für meinen Teil kann es bestens gebrauchen. Ist das eine Spinne? Boah, hier hat aber echt keiner Lust mit mir zu spielen. Das ist schade. Ich hatte gehofft, es wären doch deutlich mehr Menschen, die Skull of the First Sin zocken. Denn mir macht es eben riesigen Spaß. Auch wenn ich das Spiel, ich hätte es fast gesagt, in- und auswendig kenne. Das stimmt natürlich nicht, weil es schon A zu lange her ist, um mich an alles zu erinnern. Ich mach das mal weg. Ah, schau mal her, da liegt doch direkt einer. Soul Gamer! Das war jetzt ein echter Spieler, also ein Mensch. Der hier sein Leuchtfeuer gelegt hat. Es gibt natürlich auch NPC-Charaktere,
die einem hier helfen können. Für alle Leute, die halt lieber offline zocken. Die man sich als kleine Helferlein summonen kann. Ich hoffe, der kommt jetzt auch. Ich hätte schon Lust irgendwie hier... Ah. Wo ist er denn? So, erstmal verbeugen. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch ein anderer Summoner, als anderes Summoning-Sign rumliegt. Sonst nehme ich einfach das NPC-Sign hier hinten. Das ist eigentlich eine schöne Mischung. Also, dann haben wir Ascheritter Boyd. Und einen menschlichen Mitstreiter. Schön! Und dann sind wir zu dritt. Obwohl, ich kann ja sogar... Moment. Ich müsste ja noch einen mitnehmen können. Hier lag da noch einer. Ah! Da kommt der Gregor und will mit meiner schwersten Stunde beistehen. Du willst mich auslachen, sagt er. Ich ärgere, ey, ich habe den Grant immer noch im Nacken. Weil es so schade ist. Wir gucken nachher mal, wie es bei Tamriel aussieht. Er lädt noch runter, ja, ja. Ja. Der Gregor fragt gerade zurecht. Aber ich will jetzt den Typen nicht warten lassen. Ich habe nämlich gerade einen Bosskampf, lieber Gregor, deswegen gucke ich gleich mal nach. Jetzt geht's hier zu dritt zumindest zum Bossgegner. Ach, ich drücke hier schon mal ein, damit wir jetzt, weil wir starten mit jetzt den Kampf gegen Freya. Oh! Ah! Schnell weg hier, nicht pennen. Vor allem erstmal das verlorene Gut wiederholen. So. Alles klar. Sogar Hilfe. Ja, ja, du kommst ja auch direkt zum... Ich habe menschliche Hilfe bekommen. Warst du nicht bei dem, als wir vor 8 Wochen mal gespielt haben zusammen? Ja, seitdem haben wir ja auch nicht mehr gezockt. Leg doch mal sterben, ey! Sorry, ich muss mir mal kurz... Ich muss erstmal in den Kampf wieder reinkommen. Vor allem diese kleinen... Nerven natürlich gewaltig. Ey, Gregor, ich bin geistig gleich voll bei dir. Ja, ja, es ist... Lass ihn nicht stören. Da kommen wir mit deiner Kacksäure rum. Aber sicherheitshalber immer das Flask reinhauen. Ist da mein anderer Kollege eigentlich schon tot? Nee, da hinten. Alter, das war doch perfekt. Das war doch von der... Gibt's doch nicht. Vor allem erstmal diese kleinen wegmachen. Die nerven ja immer am meisten. Wo ist denn mein Kollege? Ist er schon gestorben? Der ist schon nach Hause. Das gibt's doch nicht. Er hat die Mama gerufen. Ohne Witz, der wollte jetzt hier wahrscheinlich nur genau wie ich checken, was geht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ob es sich lohnt, den Gegner alleine zu machen. Boah, unangenehm. Gut ist. Na, jetzt soll ich mal einfach nicht auflocken. Weißt du, obwohl andererseits muss er ja schon speziell. Oh, mich. Weg! Leider habe ich den gierigen Zweitschlag gemacht. Den ich mir eigentlich hätte lieber kneifen sollen. Wenn du eh nur einen Schlag bekommst, lohnt es sich nicht zweihändig zu machen und dann wieder zurück. Du hast recht. Ich benutze ja gerade mein Ding eh nicht. Ja, obwohl, das hat. Oh, Glück. Angewöhnt, einmal zweihändig und wieder wechseln. Ja. Du hast auch vollkommen recht. Manchmal will man ja so schnell gehen und so weiter, ne? Man weiß leider halt manchmal nicht, auf wen konzentriert sie sich gerade. Ja. Die Liebste des Königs. Sind wir eher bei uns. Auch was, da kommen jetzt schon die nächsten. Ach, ich dachte, kommen die immer unendlich weiter? Ich weiß nicht, es dauert natürlich, oder es hängt immer von der Dauer ab, wie viele spawnen. Schade, schade, es konzentriert sich auf mich. Jetzt will ich aber das zwei nicht wohl wegmachen. Vor allem mal ganz dringend so hier. Ja. Du hast recht. Komm. Okay, alles gut. Ich muss mal das Lock ausschalten gerade. Ich muss mal irgendwie kurz zur Ruhe kommen hier. Vor allem muss ich jetzt mit, während ich ausweiche. Das sind aber schnell, die flinken Kleinen. Ja, wirklich. Oh, bitte. Alter.
Schade. Ey! Das war jetzt ärgerlich. Das war echt saugig. Krass. Meine, die deutsche Version ist immerhin höflich. Ihr seid gestorben. Nicht du, alter Penner. Mann! Das habe ich lange genug rausgezögert und dachte, hat mich gefreut. Da ist ein NPC-Mitstreiter, da ist ein Mensch. Ja, das ist so surreal. Ich bin gerade auch gestorben an dem Endboss. Bei Dark Souls 1. Ach, du hast ja Dark Souls 1 ordentlich nachgeholt. Ich bin gerade parallel dabei, so in jeder freien Minute, wenn nicht mal, war das ein Download fertig ist oder dass ein Pfeil gerendert ist im Schnitt, dann fühle ich mal mit 5 Minuten Dark Souls immer zwischendrin. Ich bin gerade relativ gut dabei. Hab das Lord Vessel geplaced und will gerade die Four Kings angehen. Ach, sehr gut. Und dann kommt die Werbung auf einmal und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Absolut, und das werden wir gleich gemeinsam rauskriegen. Wir machen jetzt kurz Pause, checken den Download-Status. Ich bleib ein bisschen hier, ich gucke ein bisschen zu. Ja, das ist nett und von dir. Leiste dir, ich lache. So ist es. Ich gebe gleich mal das Pad weiter. Und ja. Schauen wir mal. Also, schauen wir mal. Gleich.